Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer allwöchentlichen Sendung ein Gespräch mit einem interessanten Menschen. Heute zu Gast bei mir, aber natürlich wie immer dank der neuesten Übertragungstechnik auch bei Ihnen zu Hause. August, der Starke. Guten Abend. Guten Abend. Herr August der Starke, bevor wir zu Ihrer mit Sicherheit einer interessanten Person kommen, sagen Sie uns bitte, wo sind wir, was sehen wir im Hintergrund? Wir sitzen vor meiner Winterresidenz, nicht weit von Leipzig. Ein Schloss, eher klein, aber sehr bequem und gemütlich. Gemütlich, klein, aber fein, natürlich. Das mögen Sie, Herr August der Starke. Sie sind einer, der das Leben voll genießen kann. Herr Gusowski, wissen Sie, ich war nicht für den königlichen Laufbahn vorgesehen, aber nach glücklichen Umständen habe ich das doch gemacht und es hat sich herausgestellt, dass ich das hervorragend gemeistert habe. Ja, Sie haben das hervorragend gemeistert. Natürlich waren Sie auch ein guter Politiker, aber vor allem ein gefragter Frauenheld. Ja, meine königliche Karriere habe ich mit dem Nordischen Krieg angefangen. Hat nicht besonders gut geklappt, aber deswegen konnte ich mich auf dem polnischen Thron behaupten. Ja, auf dem polnischen Thron zu behaupten war bestimmt nicht einfach. Wie haben Sie die Zeit gefunden? Immerhin hatten Sie über 500 Mätressen. Mich auf dem polnischen Thron zu behaupten, half mir auch der Zweite Krieg, und zwar gegen das Osmanische Reich. Das Höhepunkt war die gewonnene Schlacht bei Podhajce. Ja, gegen das Osmanische Reich, das verstehen wir, denn man nennt sie auch den Sarazin von Sachsen. Auch sie haben gegen die Türken gekämpft. Nein, das war das kleinere Übel. Das waren nur die Tataren. Ach so, ja, aber schwamm drüber. Politik hin oder her, was ist jetzt mit Ihren über 500 Mätressen und vor allem, was ist mit Ihren über 300 Kindern? Danke der Nachfrage, es geht Ihnen gut. Wissen Sie, ich habe mich zwischen den Kriegen auch sehr viel für Kunst und Kultur interessiert. Meine berühmten Bauten in Dresden, Leipzig, Warschau, Schloss Brühl sind weltbekannt. Meine Sammlung von europäischer Kunst ist sagenhaft. Ich habe aus Dresden und Leipzig die Metropolen des Barock gemacht. Ja, sagenhaft ist auch Ihre Krawatte. Was ist das genau? Ja, das ist spätere Barock. Man sieht es sofort. Ja, auch ich erkenne das sofort. Obwohl, von uns beiden sind Sie der Kunstkenner und auch Sie sind der Kunstmäzen. Sie sind mit der Kunst per Du. Dann wissen Sie auch bestimmt, wie die Kunst und das Kunstleben von der anderen Seite aussieht. Wie sind die Partys so gewesen? Ach, wissen Sie, das war nur Freizeit. In der Tat haben wir sehr viele Partys organisiert, um 60 im Jahr. Fast 80% meiner Einkommen habe ich für Partys ausgegeben, aber die richtigen Partys gab es in Sejm. Dort wollte ich meine Macht zementieren. Unsicher. Ja, in Polen die Macht zu zementieren, zu sichern, war immer mit Partys verbunden, immer mit Alkoholexzessen. Da haben Sie schon im Prinzip die richtige Strategie gewählt. Man sagt auch von Ihnen, August der Starke, Sie waren der stärkste Mann in Europa. Sie hatten mit bloßen Händen Hufeisen auseinandergezogen. Ist Ihre Stärke immer noch da? Wissen Sie, meine Leberwerte lassen ein bisschen zu wünschen übrig, aber meine physikalische Stärke ist immer noch da. Was mir aber Sorgen macht, ist, dass ich meine Macht nicht auf Dauer zementieren konnte. Gegen trinkfeste Russen und nüchterne Preußen hatte ich keine Chance. Ja, das sehe ich ein, aber erlauben Sie mir die allerletzte Frage. Sie haben auch polnisches Blut. Nein, ich habe polnisches Blut nicht mal auf den Händen. Und mit diesem positiven Akzent verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte.
Und auch vielen Dank an Sie. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, ein Gespräch mit einem interessanten Menschen nächste Woche. Ungefähr um die gleiche Zeit. Bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao und Papa.